2 Tage Büro sind der Standard und 3 Tage Homeoffice. Engagiert ihr euch sozial und wie kann ich mich einbringen? Ja, unser Leitsatz heißt nicht umsonst Empowering Communities to Progress. Unser Ziel ist definitiv auch, die Gesellschaft voranzutreiben und mit zu unterstützen, dass sie sich weiterentwickelt. Wie kann man sich denn wirklich sozial engagieren? Zum einen natürlich das Thema Ehrensache nennt sich das bei uns. Das heißt Mitarbeiter, die sagen, ja, ich engagiere mich sozial in einem Verein, in jeglicher Form, bekommen Sonderurlaub zur Verfügung gestellt und Spenden, also die Möglichkeit hat man. Ein anderes wichtiges Thema bei uns ist auch das Social Impact Banking. Es geht um das Thema Financial Education, um der Gesellschaft da auch wirklich was zurückzugeben. Wie kann man sich denn weiterentwickeln? Und da geht es so ein bisschen darum, unsere Expertise in Projekten wirklich mitzubegleiten und mitzuunterstützen. Wie kommuniziert ihr Feedback? Feedback ist uns total wichtig innerhalb der Hypo Vereinsbank. Und ist auch tatsächlich meine ganz persönliche Meinung, dass ich Feedback super wichtig finde, um sich einfach weiterzuentwickeln. Und da haben wir natürlich zum einen für alle Mitarbeiter das Performance-Management-System. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben selbst die Möglichkeit, auch Feedback zu geben über das Performance-Management-System an die jeweilige Führungskraft. Und wir haben definitiv auch eine Speak-up-Kultur. Und das wird aktiv gefördert, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Meinung äußern. Mich würde noch interessieren, wie das Unternehmen mit Konflikten oder Problemen am Arbeitsplatz umgeht. Das ist ein wichtiges Thema und ich glaube, das ist auch aktiv gewünscht, dass die Leute kommunizieren und Themen ansprechen, gehört auch zu unserer Kultur und wir wollen das aktivieren, dass die Leute sich trauen und da sind wir wieder bei dem Thema Speak Up. Geht offen damit um, kommt auf die jeweiligen Menschen zu, sprecht miteinander und das Ziel ist immer, Lösungen zu finden. Wie steht die Hypo Vereinsbank zur Work-Life-Balance der Mitarbeiter? Gibt es beispielsweise auch flexible Arbeitsmodelle oder auch Remote-Work? Ja, definitiv ist uns die Work-Life-Balance wichtig bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und da gehört das Thema flexible Arbeitszeiten natürlich dazu. Also grundsätzlich hat jeder die Möglichkeit, seine Arbeitszeiten selbst zu organisieren. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, Gleitzeit zu nutzen. Und ein anderes wichtiges Thema, was, glaube ich, auch zur Work-Life-Balance gehört, ist das Thema Homeoffice. Das heißt, 2 Tage Büro sind der Standard und das, was vorgeschrieben ist, und 3 Tage Homeoffice. Ich finde, das hilft tatsächlich sehr auch für das Thema Work-Life-Balance. Ich selbst habe mich aufgrund dessen dazu entschlossen, auch ein bisschen weiter wegzuziehen. Das fördert für mich persönlich tatsächlich auch das Thema Work-Life-Balance, weil man einfach dort lebt, wo man sich wohlfühlt. Ein anderes Thema, was, glaube ich, auch zu Work-Life-Balance gehört, ist so, ja, welche Sportmöglichkeiten habe ich denn? Und auch hier bietet die Hypo Vereinsbank den Gympass an oder den HVB-Club, um Sport zu treiben in unserem Sportclub. Und das ist uns total wichtig. Danke, dass du mir alle Fragen beantwortet hast. Super gern und schön, dass du auch hier warst.